Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Anno 2205. Wir spielen heute weiter in der Antarktis. Und... Ich kann nicht gut mit Waffen umgehen. Könntest du das vielleicht für mich erledigen? Ja, ich bin gerade noch am... Ja. Warte, ich muss jetzt mal kurz gucken, was wir jetzt hier gerade machen müssen. Erzielen Sie einen Sieg im Krisensektor Mission Konflikten Quan. Ah, das haben wir in der letzten Folge probiert. Das ist, sagen wir mal, nicht ganz so erfolgreich gelaufen. Oder erreichen Sie die nächste Firmenstufe? Ich glaube, wir kümmern uns mal um die nächste Firmenstufe. Verdammt, ich fange schon wieder mit diesem an. Ich hatte mir geschworen, es nicht mehr zu tun. Okay. Ich muss mal kurz hier meine Tastatur rüberschieben, weil ich mit wegen dem Mikrofon nicht an meine Pfeiltasten komme. Okay. Wir sind... Was ist hier? Okay. Ich muss gerade erst mal gucken. Ich habe jetzt gerade eine Aufnahmepause gemacht. Wählen Sie eine Fabrik an und investieren Sie... Wenige Vitamindrinks. Hier oder wo? Nee, das ist nicht hier. Ich würde mal sagen, wir gehen mal ganz kurz wieder in den Standardsektor zurück. Laden wir den mal kurz rein. Dann gehen wir mal ganz kurz in den rein. Ich kann mal so lange mal kurz was versuchen. Gut, das sieht ihr nicht. weil ich bin gerade hier ganz kurz nur. So. Ich habe mal kurz meine Energieoption bei Windows. Das dürftet ihr nicht gesehen haben. Habe ich mal kurz auf Höchstleistung umgestellt, damit hier... Ja, streng genommen ist das ein unangekündigter Vorstoß in Ihr Gebiet. Aber bevor Sie mich melden, hören Sie sich lieber mein Angebot an. Mhm. Okay. Ja, gut. Ich wollte doch dort bleiben. Verdammt. Okay, was ich gerade sagen wollte, ich denke, man weiß, was ich meine. Ich habe kurz Energiesparmodus rausgemacht, damit hier das Ganze ein bisschen flüssig... Ach, verdammt, was ist denn hier bei dem Wasserfall? Kriege ich ja die Krise. Gut. Naja. Es geht ja. Oder? Ja, es ist... Gott. Okay, was will die Frau? Ja, streng genommen ist das... Bevor Ihnen Fairwater Coast zugeteilt wurde, hat Lei Sheng hier die Errichtung hydroelektrischer Anlagen vorangetrieben. Mhm. Diese Kraftwerke basierten auf Entwürfen, die Lei Sheng von dem bankrotten Konkurrenten Global Trust übernommen hatte. Aber das Projekt wurde eingestellt, nachdem gewisse Ereignisse die Dämme unbrauchbar gemacht hatten. Okay. Wenn wir unsere Kräfte bündeln, können wir den Bau des Damms abschließen. Und die Hälfte der produzierten Energie würde Ihrer Firma zustehen. Habe ich jetzt mir? Aufmerksamkeit? Ja. Eigentlich haben diese kleinen Lags gerade meine Aufmerksamkeit. Da die mich etwas stören, aber es tut mir echt leid. Ich kann da nichts dran ändern, meine Grafikkarte. Ich müsste mir vielleicht mal eine neue zulegen. Okay. Was will die Frau? Sammeln Sie Dammüberreste mit Ihrem Fahrzeug. Bringen Sie die Fracht zum Meitians Flugzeug. Gut, ich denke, das hier sind Dammüberreste. Genau. Dann gehen wir jetzt mal kurz... Ich wollte mir das hier eh erst nochmal angucken. Also hier haben wir, glaube ich... Was ist das? Alter, eine Brücke oder was? Okay, hier können wir noch so einen Lagerhausbauplatz, also ein Lagerhaus hinbauen. Früher hießen die ja immer Kontor, wenn ich mich richtig erinnere. Okay, was war denn jetzt hier unten noch auf der Karte? Was gab's hier? War das hier der Händler? Ja, das war der Händler. Alles, was du brauchst. Oh jo. Ah, da, ja, genau, der Papadakis. Hier hat er seine Zweigstelle. Ach ja, das war früher immer dieser... In 1701 war das dieser... Ja, genau. Halt mal kurz die Gosch. Kann ich mal bitte hier ausreden? Wenn du deine militärische Ausrüstung... Gott, was muss ich denn hier alles machen? Was ich gerade sagen wollte, früher war das dieser komische...
Dicke, blonde Typ. Das wollte ich sagen. Okay, was haben wir jetzt hier gerade für eine Bilanz? Weil hier gab es irgendeinen Mangel an irgendwas. Okay, Vitamindrinks. Die sind jetzt wieder in Ordnung. Ich verstehe nicht, was da jetzt das Problem war. Hä? Früchte, ich wollte hier Kobalt, genau. Ja, gut, wir produzieren 5, wir brauchen 10. Heißt, das sollten wir vielleicht mal ausbauen. Module, Kobaltschere. Produktivität plus 100, Unterhaltskosten plus 50. Energie. Gut, wir brauchen eigentlich erstmal mehr Leistung, deswegen klatschen wir hier ein nochmal hin. Genau, finde ich auch. Deswegen habe ich den ja gebaut. Okay, ich denke, damit müsste unsere Bilanz... Okay, die kommt jetzt auf 0 raus, das ist eigentlich gut. Das reicht ja so weit, denke ich auch mal. Okay, wir hatten hier jetzt, glaube ich, sonst keine Probleme. In der Arktis läuft alles auf 0 raus. Okay, sehr gut. Okay, ich wollte das nicht mehr sagen, ich weiß. Ich glaube, ich mache jetzt mal diese Mission, weil hier diese, erzielen sie einen Sieg, also gefährliches Klimamission können wir auch noch später machen. Man ist ja hier auch nicht so extrem an die Story gebunden. Deswegen markiere ich erstmal die hier. Jetzt muss ich nur kurz unser Schiff. Ich glaube, das ist das, oder? Ja, genau, das ist das. Dann gehen wir mal zum Damm. Weil das hier ist ja irgendwie so der Hauptteil der Insel. Ach du Scheiße. Was soll ich denn hier? Oh Gott, ey. Gott, Gott, Gott. Naja, es geht noch. Ich weiß gar nicht, ob man das im Video später so extrem merkt, wie ich hier gerade. Wo war der? Ich habe doch gerade mein Kommandoschiff. Ich wollte doch jetzt... Ach ja, genau, das fährt noch gar nicht. Ich wollte das jetzt hier hinten mal hinmarkieren. Deswegen bin ich gerade erst nach hier hinten gegangen. Wenn wir jetzt gleich diese Überreste hier hinbringen müssen, was glaube der Fall ist, dann... Nee, weil das hätte sie auch noch selber geschafft. Okay, hier ist unser Boot irgendwo. Hier. Es ist relativ schnell, würde ich sagen. Früher waren die ja viel langsamer. Gut, das waren auch Holzboote. Okay. Ich selber mal kurz, kurz mal was dazu zu sagen. Ich habe bis jetzt noch kein Zukunfts-Anno-Teil gespielt. 2017 kenne ich nicht, habe ich mir nicht mal mehr angeguckt. Weiß ich nicht, habe ich irgendwie nicht so mitbekommen. Keine Ahnung, habe ich nie gespielt. Nur kurz so, währenddessen das jetzt hierher gefahren ist. Wir sammeln jetzt aber mal die Teile ein, wenn ich die richtige Taste drücke. Okay. Dann, ja, klar, also... Ja, kennt man ja. Die Dammteile sind so groß wie das Schiff. Das Schiff kriegt es halt natürlich locker in den Laderaum. Das ist aus Harry Potter. Es ist der Rucksack von Hermine im letzten oder im vorletzten Teil, der so unendlich tief reingeht. Das ist unser Schiff auch. Das ist halt moderne Technik. Sieht man ja hier, sieht aus wie eine Luxusjacht, ist aber ein Mega-Frachtschiff. Da ist eine ganze Stadt drin. Okay, es ist Zeit für ein paar Verbesserungen. Okay. Sie haben brauchbare Arbeit geleistet. Mhm. Treten Sie ein. Also, sind Sie an einem Auftrag interessiert? Bisschen. Ah, okay. Oh, verdammt, wir haben hier Zeitdruck. Besitzen Sie in Walbruckbecken Arbeitskraft. 300. Verbleibende Zeit 5 Minuten. Alles klar. Ob es hackt. Okay. Erstmal upgraden, würde ich sagen. Geht nicht. Generell, nö. Macht er nicht. Warum kann ich nicht up... Ich verstehe nicht, warum ich nicht alle upgraden kann. Müssen wir jetzt etwa immer... So ein Grunddinge von diesen Low-Typen da sein? Das verstehe ich nicht. Okay. Ich mach das mal. Wie soll ich denn das denn jetzt machen?
So vielleicht. Wenn wir hier jetzt so eine Straße rummachen. Sagen wir so. Dann hier hoch. Und wie viele passen jetzt hier oben hin? 2, perfekt. Das ist ja mehr als perfekt. So, dann klatschen wir nämlich hier das komplette Ding nochmal voll. Dann kommen hier Parkplätze oder sowas hin. Und dann können wir hier so die Straße einfach mal runterziehen. Hier auch. Und hier an der Seite auch nochmal. Ich mache hier wieder Kastensystem. So wie immer. Jo. Warte. Nochmal die Straße schnell raussuchen. So. Okay. Die haben keine... Oh, verdammt. Wenn ich da jetzt einen Parkplatz hinbaue. Sagen wir... Okay, der Parkplatz ist eindeutig zu groß. Sagen wir klatschen hier so einen hin. Haben die dann eine Straßenverbindung? Ich meine... Bitte was? Wasser. Gut, solange es nur Wasser ist, ist alles in Ordnung. Na los, überspringen wir die Werbung. Oh Gott. Es gibt etwa in dem Jahre 2205 noch Werbung. Das ist aber... Das ist traurig. Ich dachte ja, das ist bis dahin irgendwie, keine Ahnung. Da wird man dann... Weiß nicht, man wird einfach im Alltag so geführt, dass man die Sachen kauft, die man soll. Und dann bezahlen halt die Firmen dafür, dass ihre Sachen gekauft werden. Kann ja sein. Wird man halt kontrolliert. Solange keine Werbung im TV kommt, ist es ja dann ganz gut. Okay, wir haben Parkplätze in unserer Stadt. Sie ist jetzt wunderschön. Ja, genau. Verdammt, wir haben noch 4 Minuten 38 und... Ach, wir haben das ja schon längst geschafft. Wir sitzen... 374 von 300. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Gut, dass wir die los sind. Wir haben die Hauptstabilisatoren wieder. Die Orbital Watch kontrolliert noch zahlreiche kleinere, aber vorerst sind wir sicher. Okay. Ich muss zugeben, ich habe Sie falsch eingeschätzt. Verzeihung. Aber seien Sie versichert, wir werden Ihre Unternehmungen unterstützen. Danke. Und ich bin sicher, wir haben Sie nicht zum letzten Mal gesehen. Aber die Global Union wird nicht auf Drakes Forderung eingehen. Das Mondlizenzierungsprogramm muss weitergehen. Rede... Spinnt mein Tracking-Tool oder du bist immer noch nicht fertig. Ja, hallo. Ich muss auch reden. So, ich muss das Ganze hier kurz zusammenschneiden. Der Fluss ist stabil. Okay. Das ist schön. Keine Ahnung. Ich verstehe gar nicht, was die mir damit sagen will. Ja, ich muss hier ganz kurz zusammenschneiden. Das ist jetzt irgendwie langsam Tradition immer in der ersten Folge von der neuen Aufnahme. Wollen ja eigentlich alle die Werbung überspringen. Okay. Ich wollte ja eigentlich gerade kurz nochmal gucken wegen den Parkplätzen. Ich fand die jetzt so toll, da wollte ich direkt nochmal neue bauen. Ich meine, Parkplätze sind ja immer gut. Ich finde es auch gut mit den Parkplätzen, kauft mir direkt auch neue Autos, die da direkt draufstehen. Okay. Das ist aber auch hier positiv, wenn hier verschönert ihre Siedlung. Gut. Ich dachte, ja, Parkplätze sind ja generell schön, also manchmal, wenn ich Zeit habe, gehe ich gerne zum Parkplatz. Einfach nur, um mir den anzuschauen, weil er einfach schön ist. Okay, verbleibende Zeit 1 Minute 41, das haben wir jetzt schon geschafft. Gerade eben ist ja irgendwie alles abgeschlossen worden, weil wir eine neue Firmenstufe erreicht haben und, verdammt, dieses, und noch was anderes abgeschlossen haben. Wählen Sie in einer Fabrik an und investieren Sie Graphen, um ein Produktionsmodul zu bauen. Ja, ich bin dabei. Okay, Tutorial, was ist hier? Vermeiden Sie gewaltige Überproduktion. Positive Produktbilanzen zu haben ist schön, aber Sie können Ihre Kreditbilanz ruinieren. Ja, wir haben eigentlich eine relativ gute Kreditbilanz.
Kunden von anderen Firmen sammeln sich an Handelsposten, um ihnen Aufträge anzubieten. Nehmen Sie Aufträge an und benutzen Sie Ihr Kommandoschiff, um diese abzuschießen und ansehnliche Belohnungen einzuheimsen. Jeder Sektor hat ein spezielles Sektorprojekt. Finden Sie es und versuchen Sie sich daran, um dauerhaft Verbesserungen zu erhalten. Okay. Gut. Dann beenden Sie den Raumhafen-Upgrade in Akia Scholl. Darum kümmern wir uns gleich. Ich würde jetzt gerne mal kurz nochmal hier weitermachen. Und dann gleich wieder in die Arktis zu gehen. Aber das werden wir erst in der nächsten Folge machen. Ich sehe gerade, wir sind schon wieder bei 15:30. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Über Kommentare freue ich mich wie immer am meisten. Und wir sehen uns dann im nächsten Video von Anno 2205 wieder. Bis dahin, tschüss.